Der Anbau von Pflanzen und die Tierhaltung haben sich stetig modernisiert und verändert. Doch in den letzten Jahren hat die Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen. Im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit stellen sich Akteurinnen und Akteure dieser Herausforderung und entwickeln in Kooperationsprojekten neuartige Lösungen für die Landwirtschaft. Wie das funktioniert, zeigt das folgende Beispiel. Das Projekt untersucht innovative Maßnahmen, um Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft weitgehend schließen zu können. Unser Problem ist, wir sind viehlose Bio-Ackerbaubetriebe und uns geht der Humus aus. Unsere Böden verlieren Fruchtbarkeit und wir versuchen mit diesem organischen Kohlenstoff, mit diesen Reststoffen, den Humusgehalt in unserem Boden aufzubauen und unseren Boden klimastabil und fit zu machen. Wir untersuchen innovative Maßnahmen, wie zum Beispiel Kompostierung mit Kohle, Transfermulch oder Betriebskooperationen. Und dabei wollen wir dann auch wissen, wie der Stickstoffkreislauf aussieht, welche CO2-Emissionen anfallen und wie der arbeitszeitliche Mehraufwand ist für die Landwirtinnen und für die Landwirte. Wenn ich nur ein Gefühl habe, dass ich was Gutes mache, weiß ich nichts. Wenn ich wissenschaftliche Analysen habe durch die Bioforschung, durch das Projekt, weiß ich, was tue ich für meinen Boden, tue ich ihm was Gutes oder tue ich ihm was Schlechtes. Das Besondere am EIP Agri ist die starke Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis, die auch uns sehr wichtig ist. Und von den vielen Erfahrungen profitieren im Endeffekt dann alle. Beraterinnen, Forscherinnen und ganz wichtig die Praktikerinnen.